Gelobt sei Jesus Christus, meine Lieben. Der Advent. Venire heißt kommen. Advenire ist übersetzt das Herkommen. Und der Advent ist die Ankunft. Der Advent in der Ankunft schauen wir aus, wann der Messias ankommt. Daher beginnt der Advent mit der Erinnerung dieses großen, bedeutenden Momentes, als Gott das erste Mal die Menschheit verlassen hat, der Sündenfall. Die Menschen haben sich durch die eigene Sünde von Gott getrennt, sind aus dem Paradies hinausgewiesen worden und sind dann verlustig gewesen, kein Paradies mehr und Gott nicht mehr, und haben dann sich besonnen und haben gesagt, wo ist er denn? Warum geht es uns jetzt so? Haben angefangen zu nachdenken und sind draufgekommen, ja, wir haben nicht das getan, was Gott uns gesagt hat, wir haben nicht das getan, was er gewollt hat, wir haben seine Gebote gebrochen, wir haben gesündigt, dadurch haben wir uns von ihm getrennt, er ist nicht mehr da. Und der Advent, der erste Tag des Kirchenjahres, beginnt mit dem Ruf des Volkes Gottes, des Volkes zu Gott um die Wiederkehr, um seine neue Ankunft. Es beginnt mit dem Schlagen auf die eigene Brust. Wir haben gesündigt, wir wollen umkehren, wir wollen es nicht mehr tun. Der Advent ist daher eine Buß- und Fastenzeit, eine Zeit der Umkehr und der Besinnung. Es ist eigentlich keine besinnliche Zeit, sondern eine Zeit der Besinnung. Was habe ich getan? Was soll ich besser tun? Und wenn wir uns besinnen und unser Leben verbessern, dann kann der Advent auch zu einer besinnlichen Zeit werden. Ersten Adventssonntag lesen wir im Buch Jesaja, nicht? Wir sind von den Wegen abgeirrt. Die Stämme haben den Erbbesitz verlassen. Wir haben gesündigt, du aber bist die Gerechtigkeit. Niemand ruft deinen armen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Du, Herr, bist doch unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer, die Erinnerung an den Moment, ganz am Beginn des Buches Genesis, wo Gott den Lehm des Erdbodens nimmt und wie ein Töpfer formt, daraus den Menschen macht, ihm den Lebensatem einbläst. Er ist unser Schöpfer, er ist wie der Töpfer, den Ton formt zu einem Gefäß, so formt Gott den Menschen und bläst in den Menschen den Lebensatem ein. Der Mensch darf den Lebensatem Gottes in sich tragen. Herr, verzeih uns unsere Schuld, gewähre uns dein Heil, zürne uns nicht länger, sondern wir sind doch deine geliebten Kinder. Komm wieder zu uns und hilf uns in diesem Erdental. Ja, geht dann weiter mit den Lesungen der alttestamentlichen Propheten, die alle die Ankunft des Messias prophezeien. Dessen, der das Volk wieder mit Gott versöhnt und wieder die Einheit herstellt zwischen dem Volk Gottes und Gott. Zweiten Adventssonntag tritt dann schon der letzte der Propheten auf. Es ist Johannes der Täufer. Er trägt ein Gewand aus Kamelhaaren, ledernen Gürtel um seine Hüften, lebt von Heuschrecken und wilden Honig
und verkündet in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht gerade seine Straßen, wie man schon im Buch Jesaja liest, verkündet die Umkehr und eine Taufe. Lasst euch taufen, lasst euch reinigen von euren Sünden, dass der Messias kommen kann. Und von über Johannes den Täufer, der den Herrn den Weg bereitet, der die Ankunft Gottes vorbereitet, über die Lesung der ganzen alten Propheten, dann bis zum letzten Adventssonntag, wo der Engel Gabriel Maria das Kommen Jesu Christi, des Messias, verkündet. Denn Christus ist nichts anderes als das griechische Wort für Messias. Messias ist Christus, Christus ist Messias. Jesus Christus, der Messias, wird verkündigt vom Engel Gabriel, nicht? Der Engel tritt bei Maria ein, sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Ja, das sind die Worte, die wir in jedem Gegrüßet seist du Maria bitten. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria fragt, und wie soll dann das geschehen? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl es als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Das ist die letzte Verkündigung der Ankunft des Messias. Und in dem Moment, in der nächsten Zeile, wo Maria ihr Einverständnis dann ausspricht, kommt dann wirklich Jesus Christus schon in diese Welt. Und zu Weihnachten am 25. Dezember feiern wir die Geburt Jesu Christi. Gott kommt in die Welt, er stellt wieder alles her. Er versöhnt die Menschen mit Gott, die Einheit zwischen Gott und den Menschen wird wieder hergestellt. Das Paradies wird geöffnet, wir können wieder eintreten, durch die Pforten des Paradieses hineinschreiten, in die Gegenwart Gottes. Paradies ist nichts anderes als der Ort, wo Gott ist. Und ja, noch mehr, Jesus Christus hat durch seinen Tod, seine Auferstehung uns die Gnade erworben, dass wir die heiligen Sakramente empfangen dürfen, die Taufe, die heilige Eucharistie, die Firmung, die heilige Ehe, Priesterweihe, die Buße und die Krankensalbung, die uns ganz tief mit Gott verbinden, so dass Gott in unser Herz kommt, ja unser Herz selbst zu einem kleinen Paradies auf dieser Erde werden kann. Und so wünsche ich uns alle, dass durch das Kommen Jesu Christi beim nächsten Advent unsere Herzen zu einem Paradies auf Erden, zur Gegenwart Gottes in dieser Welt werden, dass die ganze eine heilige katholische Kirche dieses Paradies auf Gottes auf Erden wird und ist und dass alle Menschen dadurch Gnade empfangen und dass sich dieses Paradies ausbreiten möge. So segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.